ist, nämlich Mödling gegen den FC Linz, der vierte gegen den ersten. Der Winter machte natürlich auch vor Mödling nicht halt, eigentlich das richtige Wetter zum Shoppen. Ein kurzer Zahlenbeweis, nur 200 Zuschauer beim Schlager der zweiten Division. Wenige hundert Meter weiter in der SCS waren es 80.000. Aber die 200 Unverwüstlichen bekommen ein ganz ansprechendes Spiel und einen schnellen Führungstreffer der Mödlinger durch Kapitän Josef Heiling zu sehen. Das war schon in der vierten Minute. In der Folge bessere Chancen für die Linzer. Hugo Sanchez kommt, wie auch hier, zumeist aber zu spät. Didier Frenier scheitert hier am Torhüter Georg Heul. Trotz der besseren Möglichkeiten, knapp vor der Pause, das 2:0 für die Niederösterreicher durch einen ihrer Besten, nämlich Christian Kircher. 2:0, auch der Pausenstand. Mödling gegen FC Linz, das war vergangene Saison noch ein Erstdivisionsspiel. Und da hat er, der Europacup-Held Christian Stumpf, für die Linzer in zwei Spielen alle vier Tore erzielt. Aber seinen Ex-Kollegen, denen er geht es heute gar nicht gut. Knapp nach der Pause schon das 3:0 für die Mödlinger durch diesen Freistoß von Günther Ehrabeck. Und es kommt noch dicker. Anschließend sieht Didier Frenet die gelb-rote Karte und in der 72. Minute gibt es nach dieser Attacke Elfmeter für Mödling. Andreas Peuger verwandelt zum Endstand von 4:0. Der Tabellenführer FC Linz kassiert die dritte Niederlage in Serie und nach dem Debakel weint man natürlich dem verlorenen Sohn nach. Ich glaube, heute hätte Ihre Mannschaft einen Christian Stumpf gut gebrauchen können. Ja, natürlich, nach so einer Niederlage weinen wir ihm natürlich nach, aber die Mannschaft hat gekämpft. Ich glaube, wir haben trotz des 4-0-Siegs eine gute Figur gemacht. Haben Sie in seiner Linzer Zeit schon geglaubt, was alles zum Christian Stumpf noch werden kann? Ja, jetzt nach seinem Erfolg kann man es leicht sagen, aber er war jetzt 10 Jahre hindurch in jeder Liga, wo er gespielt hat, Torschützenkönig, aber ich habe schon gewusst, was in ihm steckt. Glauben Sie, dass er in dieser Form auch ein Thema für Herbert Prohaska fürs Nationalteam wird? Meiner Meinung nach ist er das schon seit Jahren und ich hoffe, dass er die Chance auch erhält. Da ist der Christian Stumpf schon eingeblendet. Was sagst du zum Jürgen Werner, seinen Worten? Ja, ich meine, ich habe eine sehr schöne Zeit erlebt in Linz, habe wirklich sehr viele Tore gemacht. Jetzt bin ich bei einem neuen Verein, bei dem ich sehr, sehr wohl fühle und so wie es dabei aussieht, auch sehr gute Leistung gebracht habe und auch schon einige Tore erzielt habe. Gut, das mit dem, ich werde halt schauen, dass ich bei Rapid weiterhin gute Leistung bringe. Das andere werden wir dann schauen, was es ergibt. In Karrieren, auch wieder zurückkommend auf die Worte vom Didi Kübauer, da gibt es oft so ganz entscheidende Punkte, so wie beim Tennis die Big Points. Macht man den Transfer jetzt oder nicht? Ihr Transfer war eigentlich sehr überraschend, aber es war ein wichtiger für Sie. Das ist richtig, ich meine, ich habe heuer im Sommer einen sehr turbulenten Sommer erlebt. Ich war bei drei Vereinen im Gespräch und auch schon eigentlich fast einig, aber bei LASK und Tirol hat es einfach am Geld gescheitert und bei Austria Salzburg hat sich eben der Otto Baric für den Jantschul entschieden und sozusagen war es 2 Tage vor Meisterschaftsbeginn, dass mich Rapid geholt hat und ich bin sehr, sehr glücklich. Ein Glücksgriff. Richtig. Okay. So, wir schauen uns jetzt die weiteren Ergebnisse in der zweiten Division an. Mödling haben wir schon gesehen, Klingenbach, Lustenau 0:0, Flavio Pass von Stöger auf Herath